Wettbewerbsanalysen werden in Unternehmen vor allem im strategischen Management für Zwecke der Strategieanalyse und der Strategieplanung sowie im Marketing eingesetzt. Analysen der Konkurrenz sind beispielsweise wichtig zur Beurteilung der Strategien, die die Hauptkonkurrenten verfolgen, und für die optimale Positionierung des eigenen Unternehmens bzw. der Produkte im relevanten Markt, aber auch um Bedrohungen durch aktuelle oder potenzielle neue Wettbewerber erkennen oder um sich gegenüber der Konkurrenz differenzieren zu können. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Winfried Kämpfle und ich bin selbstständiger Berater, Trainer und Coach im Bereich strategisches Marketing und Projektmanagement. Zuvor habe ich etwa 10 Jahre ein globales Team für Business Development bei einem der größten deutschen Industriekonzerne geleitet und war dort unter anderem für Geschäftsplanung, Strategieentwicklung sowie Markt- und Konkurrenzanalysen zuständig. Einige meiner Erfahrungen, die ich während dieser Business Development-Tätigkeiten gesammelt habe, möchte ich im nachfolgenden Beitrag gerne an Sie weitergeben. Die hier vorgestellten Methoden und Vorgehensweisen kamen im Rahmen meines Verantwortungsbereichs regelmäßig zur Anwendung und haben sich sowohl in strategischen Projekten wie auch in der täglichen Marketingpraxis bestens bewährt. Die Verfahren können aber natürlich nicht nur in Industriefirmen angewandt werden, sondern sinngemäß auch in anderen Unternehmen, etwa im Dienstleistungsbereich. Ganz allgemein versteht man unter Wettbewerbsanalyse die systematische, andauernde und legale Sammlung und Auswertung von Informationen über Konkurrenzunternehmen und Wettbewerbsprodukte. Welche Ziele werden damit verfolgt? Der Wettbewerbsanalyse können Unternehmen frühzeitig ihre Wettbewerbsstrategie und ihren Marktauftritt an die Wettbewerbsstrukturen anpassen und aufgrund von besseren Informationen Wettbewerbsvorteile in einem dynamischen Wettbewerbsmarkt erreichen. Gelegentlich findet man alternative Bezeichnungen vor, wie zum Beispiel Konkurrenzanalyse, Wettbewerbsbeobachtung oder Competitive Intelligence, kurz CI genannt. Diese Begriffe sind im Wesentlichen gleichbedeutend oder unterscheiden sich nur geringfügig. Wettbewerbsbeobachtung beispielsweise greift eher kürzer, da damit primär auf Informationssammlung und Datenerhebung abgestellt wird und der Aspekt der gezielten Analyse und Auswertung der Daten und Informationen vernachlässigt wird, was auf der anderen Seite wiederum durch den Begriff Intelligence sehr stark betont wird. Wichtig sind jedoch Abgrenzungen zu den folgenden Begriffen, die ebenfalls häufig im Zusammenhang mit Wettbewerbsanalyse zu finden sind. In erster Linie ist hier Benchmarking zu nennen. Darunter versteht man den zielgerichteten Vergleich von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen oder Methoden mit fremden Unternehmen. Das bedingt durchaus den Einsatz von Methoden der Wettbewerbsanalyse. Ziel beim Benchmarking ist jedoch, das beste Unternehmen im jeweiligen Untersuchungsfeld als Referenz zur Leistungsoptimierung herauszufinden, um eine etwaige Leistungslücke systematisch zu schließen. Das muss aber nicht notwendigerweise ein direkter Wettbewerber sein, was besonders bei Prozessbenchmarks häufig der Fall ist. Die Grundidee besteht darin, zu verstehen, welche Unterschiede existieren und warum, und aus dieser Analyse Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten. Manche Leute behaupten ernsthaft, Wettbewerbsanalyse hätte mit Spionage zu tun. Spionage meint aber das Beschaffen und Erlangen unbekannter Informationen oder geschützten Wissens unter Anwendung von illegalen Methoden. Auch wenn man sich manchmal als Wettbewerbsanalyst einen Spion in den Reihen der Konkurrenten wünscht, eine seriöse Wettbewerbsanalyse arbeitet ausschließlich mit legalen Methoden und nutzt allgemein verfügbare und jedermann offenstehende Informations- und Datenquellen, auch wenn diese Quellen gelegentlich etwas kosten. Zuletzt ist in diesem Kontext noch der Begriff Business Intelligence relevant. Dabei handelt es sich um Verfahren und Prozesse zur systematischen Sammlung, Auswertung und Darstellung von Daten, um bessere operative oder strategische Entscheidungen zu ermöglichen. Eine Integration von Wettbewerbsanalysen ist für diesen Zweck sicherlich sehr zweckmäßig. Im Mittelpunkt
von Business Intelligence stehen aber firmeninterne Daten und Analysen. In der unternehmerischen Praxis können Wettbewerbsanalysen zu ganz unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Ausgangspunkt sind die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Zielgruppen. Der Bedarf an Wettbewerbsanalysen, beispielsweise einer Geschäftsführung, ist in der Regel natürlich ein anderer als von Produktmanagement oder Marketing und Vertrieb. Die Anforderungen beziehen sich dabei vor allem auf die Inhalte, also welche Ergebnisse gewünscht werden oder welche Wettbewerber betrachtet bzw. welche Wettbewerbsaspekte untersucht werden sollen, wie zum Beispiel Strategie, Produkte, Geschäftszahlen und so weiter. Für die Geschäftsführung stehen eher ganzheitliche Betrachtungen im Vordergrund, beispielsweise die Konstellation im gesamten relevanten Markt, also etwa die Wettbewerberlandschaft, die Marktposition der verschiedenen Konkurrenten oder Firmenvergleiche. Die Konkurrenzfirmen sollen dabei möglichst in all ihren Facetten beleuchtet werden, also etwa deren Strategien, ihre Portfolios, ihre Finanzkennzahlen und Marktanteile sowie ihre Stärken und Schwächen. Für Marketing und Vertrieb sind dagegen vor allem Informationen über Produktmerkmale, Produktvergleiche und das Erkennen von Differenzierungs- und Alleinstellungsmerkmalen, die im Rahmen von Marketingkampagnen genutzt werden können, von Bedeutung. Das Produktmanagement wiederum hat für die Erfüllung seiner Aufgaben sowohl Bedarf an strategisch relevanten Analysen, wie zum Beispiel den Produktstrategien der Konkurrenten, als auch an detaillierten Informationen über Produkteigenschaften. Je nach Zielrichtung unterscheidet man deshalb zwei Arten von Wettbewerbsanalysen. Strategische Wettbewerbsanalysen, die Managementinformationen liefern sollen, vor allem als Inputs für Strategieentscheidungen und die strategische Planung. Taktische bzw. operative Wettbewerbsanalysen, die das laufende Geschäft und hier in erster Linie Produktentwicklungen und den Vermarktungsprozess unterstützen sollen. Für den Vermarktungsprozess ist besonders die Identifikation von Wettbewerbsvorteilen extrem wichtig. Bei solchen Wettbewerbsvorteilen kann es sich sowohl um bereits existierende Wettbewerbsvorteile handeln, die im Sinne von Marketing- und Vertriebsargumenten verwendet werden können, oder um zukünftig erst noch zu realisierende Wettbewerbsvorteile, die Input für das Produktmanagement darstellen und das Requirements bei der Produktplanung und Entwicklung berücksichtigt werden sollen. Entsprechend der unterschiedlichen Anforderungen, die etwa eine Geschäftsführung oder das Produktmanagement oder Marketing und Vertrieb an die Wettbewerbsanalyse stellen, ist es sinnvoll, eine Reihe von Standardergebnissen zu definieren. Diese Standardergebnisse sind wichtig, um eine solide Datenbasis zu schaffen, die dann auch regelmäßig aktualisiert werden kann, sobald neue Wettbewerbsinformationen vorliegen oder verfügbar sind. Besonders spontane Ad-hoc-Anfragen nach Wettbewerbsinformationen können damit leichter und schneller bedient werden, wenn eine gewisse Zahl an Standarddokumenten bereits existiert. Auf dieser Seite sind eine Anzahl solcher Standardergebnisse der Wettbewerbsanalyse dargestellt, die Sie in der Praxis sehr bewährt haben. Und zwar in der strategischen Wettbewerbsanalyse, bei der etwa Industrieanalysen oder Wettbewerbs-, Performance- und Marktanteilsvergleiche zu den üblichen Unterlagen zählen, die für Zwecke der Strategieplanung und Strategieentwicklung erforderlich sind. Aber auch in der taktischen Wettbewerbsanalyse, wo Produktvergleiche und Gegenüberstellungen wie beispielsweise Quick Reference Guides zum gängigen Handwerkszeug eines jeden Produktmanagers gehören sollten. Ebenso wie Battle Cards und Positionierungspapiere regelmäßige Bestandteile von Marketingkampagnen sind. Eine strikte Zuordnung der Dokumente in eine der beiden Kategorien,
Strategische bzw. operative Wettbewerbsanalyse ist jedoch nicht zwingend notwendig. Beispielsweise können Wettbewerberprofile, die hauptsächlich Überblicksinformationen für die Geschäftsführung liefern sollen, in diesem Sinne also zumeist Dokumente der strategischen Analyse darstellen, solche Profile können auch Informationen beinhalten, die im operativen Geschäft wertvoll sind, etwa Produktinformationen, die das Produktmanagement benötigt, oder Marktanteile, die im Marketing Verwendung finden. Wettbewerbsanalyse stellt einen Regelprozess dar, den man kurz gesagt so beschreiben kann. Aus einer Reihe definierter Inputquellen werden Daten und Informationen generiert und zu Ergebnissen verarbeitet, die über bestimmte Kommunikationswege an verschiedene Zielgruppen geleitet werden. Für die systematische und zielgerichtete Durchführung von Wettbewerbsanalysen in Unternehmen ist die Einrichtung geeigneter Prozesse und Verfahren erforderlich, die in ihrer Gesamtheit ein Wettbewerbsanalyse- oder Competitive Intelligence System ergeben. Damit ein Competitive Intelligence System optimal funktioniert und die jeweils benötigten Konkurrenzdaten und Analysen rechtzeitig und in der gewünschten Form an die betreffenden Zielgruppen bereitstellen kann, sind eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen. Informations- und Datenquellen müssen festgelegt werden, insbesondere wo und wie Daten und Informationen über den Wettbewerb erhoben werden sollen, um deren Aktualität, Genauigkeit und Relevanz sicherstellen zu können. Ergebnisse und Output von Wettbewerbsanalysen müssen inhaltlich und formal beschrieben werden, wie also zum Beispiel Unternehmensprofile von Konkurrenzfirmen oder Wettbewerber und Produktvergleiche und die für diese Zwecke verwendeten grafischen Analysen und Auswertungen genau aussehen sollen. Im Hinblick auf die Bereitstellung der richtigen Informationen an die richtigen Zielgruppen zum richtigen Zeitpunkt müssen Verfahren für eine effiziente Kommunikation und Verteilung der Informationen eingerichtet werden. Und es müssen schließlich die verschiedenen Zielgruppen und deren jeweiliger Bedarf an Daten und Informationen über den Wettbewerb definiert worden sein. Neben der Datenerhebung müssen auch Verfahren für die Datenhaltung und laufende Pflege konzipiert und implementiert werden. Dies betrifft vor allem die Einrichtung einer geeigneten Wettbewerberdatenbank. Zudem sollte eine dedizierte Stelle eingerichtet sein, die für Aufgaben der Wettbewerbsanalyse zuständig ist, und ein Wettbewerbsanalysesystem etabliert bzw. pflegt und laufend optimiert. Bei der Einrichtung eines Wettbewerbsanalysesystems sind eine ganze Reihe von Punkten zu beachten, wie etwa die Detaillierungstiefe der Informationen oder die Zeitpunkte bzw. Zeitintervalle, zu denen Analysen bereitgestellt werden, oder eben auch die Informationswege, über die die Resultate kommuniziert werden. Gut gepflegte E-Mail-Verteiler, regelmäßige Newsletter und vor allem ein wohlstrukturiertes Intranet-Portal stellen dabei eine Minimalausstattung eines effizienten Wettbewerbsanalysesystems dar. Für jedes der zuvor vorgestellten praxisbewährten Standardergebnisse existieren übrigens Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und teilweise auch unterstützende Excel-Dateien, die der Erfassung, Verwaltung und Aufbereitung von Daten sowie der automatischen Berechnung von Ergebnissen und der automatischen Erstellung von Diagrammen dienen. Diese kostengünstigen Tools können auch auf meiner Webseite www.strategieundplanung.de bestellt werden. Die Einführung eines Competitive Intelligence Systems im Unternehmen erfolgt sinnvollerweise als Projekt, also systematisch geplant und methodisch umgesetzt, damit die genannten Voraussetzungen, die das CI-System erfüllen soll, zügig konzipiert sowie fundiert und effektiv realisiert werden können. Die Projektstruktur auf dieser Seite skizziert eine idealtypische Vorgehensweise in 5 Phasen bei einem solchen Implementierungsprojekt und beschreibt die wichtigsten Aufgaben, die während der verschiedenen Ablaufschritte anfallen. Nach einem Projekt-Kickoff-Meeting
Das bevorzugt als etwa eintägiger Workshop mit Vertretern aller Abteilungen, die Wettbewerbsinformationen entweder benötigen oder liefern können, stattfindet und bei dem eine aktuelle Bestandsaufnahme und die Bestimmung des Bedarfs an Daten und Informationen über die Konkurrenz im Mittelpunkt stehen, werden in einer ersten Analyse- und Konzeptionsphase die erforderlichen Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse definiert. In einer weiteren Analyse- und Konzeptionsphase werden sodann die Verfahren für Datenhaltung und Informationsverteilung festgelegt und im Detail beschrieben. Die Implementierung dieser Verfahren ist Bestandteil der nächsten Phase, zu der auch ein Pilotbetrieb der Verfahren gehört. Die Erfahrungen dieses Pilotbetriebs werden schließlich in einem letzten Schritt, der zweckmäßigerweise wieder als Workshop mit allen am Wettbewerbsanalyseprozess beteiligten Stellen stattfindet, reflektiert, um mögliche Verbesserungen, Anpassungen oder Änderungen am Wettbewerbsanalysesystem vorzunehmen. Ein Training aller Personen, die am Prozess der Wettbewerbsanalyse beteiligt sind, die also entweder Wettbewerbsinformationen bereitstellen oder Daten auswerten, oder auch Wettbewerbsanalysen für ihre Arbeit benötigen, ist im Rahmen der Einführung eines Wettbewerbsanalysesystems sehr empfehlenswert, damit insbesondere das Know-how über die typischen Methoden, Tools und Instrumente der Wettbewerbsanalyse vermittelt werden kann, die in der Folgezeit dann ja auch effektiv eingesetzt werden sollen. Das von mir angebotene Fachtraining zur Wettbewerbsanalyse besteht aus 4 Teilen bzw. 4 Modulen. Im ersten Teil wird erläutert, welche Funktionen die Wettbewerbsanalyse im Unternehmen hat. Neben Zielen und Aufgaben der Wettbewerbsanalyse werden die wichtigsten Ergebnisse, Methoden und Tools vorgestellt und erklärt. Im zweiten Teil geht es um die Anwendung der Wettbewerbsanalyse als Managementinstrument. Hier werden die wichtigsten Methoden der strategischen Wettbewerbsanalyse im Detail besprochen und anhand von Beispielen verdeutlicht. Analog geht es im dritten Teil um die Anwendung der Wettbewerbsanalyse im operativen Geschäft, also um die wichtigsten Instrumente der taktischen bzw. operativen Wettbewerbsanalyse, die insbesondere im Vertrieb und Marketing sowie im Produktmanagement zur Anwendung kommen. Im vierten Teil schließlich werden die Vorgehensweisen bei der Einführung eines Wettbewerbsanalysesystems erläutert. Dazu werden nochmal der Prozess der Wettbewerbsanalyse und die Elemente, die ein Wettbewerbsanalysesystem bilden, ausführlich erklärt. Das Wettbewerbsanalyse-Training ist insbesondere für Inhouse-Schulungen geeignet und richtet sich speziell an folgende Zielgruppen in Unternehmen: Geschäftsverantwortliche, Business Development Manager, Produktmanager, Geschäftsplaner und Strategieverantwortliche sowie Marketingmanager. Für die Durchführung des Fachtrainings zur Wettbewerbsanalyse biete ich 4 Optionen an. Option 1 als kostengünstigste Variante beinhaltet lediglich die Bereitstellung der Dokumentation, mit deren Hilfe Interessenten quasi im Selbststudium sich die Themen und Inhalte aneignen können. Option 2 sind Lernvideos zu den einzelnen vorgestellten Modulen, in denen die Interessenten zusätzlich zu den Trainingsunterlagen auch hilfreiche mündliche Erläuterungen zu den Themen und Inhalten erhalten, so wie bei der Aufzeichnung eines Webinars. Bei diesen beiden Optionen besteht zudem die Wahlmöglichkeit, entweder nur einzelne ausgewählte Module zu bestellen oder das gesamte Paket mit allen Modulen, was im Vergleich zur Addition der Einzelmodulpreise zu einem günstigeren Endpreis führt. Nur als Ganzes sind natürlich die Optionen 3 und 4 erhältlich. Option 3 ist das typische Präsenzseminar in Form eines Kurses mit der Dauer von einem Tag. Option 4 schließlich ergänzt das Tagesseminar um einen zweiten Workshop-Tag,
der genutzt werden kann, um ganz spezifische Fragestellungen aus der Praxis der Teilnehmer zu bearbeiten oder im Falle einer Inhouse-Schulung auch gleich konkrete Ergebnisse zu erarbeiten, die von der betreffenden Firma unmittelbar genutzt werden können oder auch einzelne Elemente eines Wettbewerbsanalysesystems für das Unternehmen zu konzipieren oder sogar gleich zu etablieren. Falls Sie, sehr geehrte Zuhörer, Interesse an diesem Trainingsangebot haben sollten, dann nehmen Sie bitte Kontakt zu mir auf. Nutzen Sie hierfür bitte eine der folgenden Möglichkeiten, entweder telefonisch oder per E-Mail oder ganz bequem, indem Sie das Kontaktformular auf meiner Webseite nutzen. Meine Damen und Herren, das war meine kurze Einführung zu den Funktionen und Instrumenten der Wettbewerbsanalyse, zusammen mit der Vorstellung meines Trainingsangebots zu diesem Thema. Ich hoffe, dass die Ausführungen zu den Zielen und Aufgaben der Wettbewerbsanalyse, zu den verschiedenen bewährten Methoden und Tools, die in der Praxis angewandt werden, sowie zu dem Prozess der Wettbewerbsanalyse und der Vorgehensweise bei der Einführung eines Wettbewerbsanalysesystems für Sie von Nutzen sind und Sie einiges davon in Ihrer eigenen Praxis verwenden können. Auch können Sie gerne jederzeit auf mich zukommen, falls Sie Fragen oder Anmerkungen zum Thema Wettbewerbsanalyse oder wenn Sie Interesse an meinem Trainingsangebot haben. Ich würde mich in jedem Fall über eine Kontaktaufnahme freuen. So, nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und verabschiede mich von Ihnen, sehr geehrte Zuhörer. Alles Gute und auf Wiedersehen.